Aktion vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt der Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Die Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. Sie sind ein Schwein. Ist Ihnen eben aufgefallen, was? Na gut. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Ich verschwinde. Alles klar. Ja, gut, gehen Sie. 100 XP. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Nicht jetzt. Ich sehe... Commander. Oh. Was wollen Sie? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Ah. Es gibt in der ganzen Galaxis der nur Betrunkene. Eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, warum verbreiten Sie dann Lügen über sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ich glaube, ich verstehe. Aber Lügen zu verbreiten macht die Sache nicht besser. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Oh nein. Vergessen Sie es. Ich werde nicht Sie gehen. Sie müssen wie ein General handeln, wenn Sie das überwinden wollen. Ich habe mein ganzes Leben wie ein General gehandelt. Wo hat mich das hingeführt? Nein, diese Zeit ist vorüber. Ich bin, was ich bin. Ein müder, einsamer, erschöpfter Soldat. Sie sind ein verdammter General. Hören Sie auf zu jammern. Ha! Sie haben Mumm. Es gibt in der ganzen Galaxis nur 5 Leute, die so mit mir reden würden. Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Ich denke, es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum denkt er das? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elkor überzeugen. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elkor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Danke für die Blumen. Kaum zu glauben, dass sich ein General wegen einer Frau so aufregen kann. Das liegt nur daran, dass Sie die Frau nicht verstehen, Kader. Oh, da haben Sie schon Witz bewiesen. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Alles klar. Okay. Okay, man hat die Front- und die Heckansicht. Okay, da haben sie dann auch ein bisschen. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Hark
Anakin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Hm. Vermutlich haben sie recht. Wer hat da gekichert? Okay, so. Wo geht's denn hier? Tür öffnen. Unseren Märkten. Okay. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Standardobjekte anzeigen. Panzerungen sind wir ja schon durch. Die brauchen wir ja gar nicht angucken. Sturmgewehr. Kogana, Präzisionsgewehr. Oh. Aha. Okay, leicht, Mensch. Sehr interessant. Einzigartige Gegenstände. Medigel Upgrade. Erhöht maximal. Lizenz safe. Lizenzschutz. Lizenzschutzgewehr. Fürsorgen. Ausrüstungsoffizier. Auf der Normandy. Einzigartiger Gegenstand. Okay, das Medigel Upgrade Nummer 2 kostet schon 3125. Ich nehme mal an, dass ich hier öfter vorbeikommen werde. Weil ansonsten würde das ja keinen Sinn machen, dass es hier noch weitere Updates zu kaufen gibt. Okay, mit den anderen kann ich jetzt nicht reden. Was ist da hinten? Ich könnte ja auf die Karte gucken. Zu den oberen Märkten. Das ist das Büro, da komme ich nicht rein. Da ist die Tür und da ist die Tür. Und es geht noch ein ganzes Stück rein. Okay, gut, dann gehen wir zu den oberen Märkten. Wir hätten ja sonst nur die Möglichkeit zu reisen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja ein bisschen hier das Ganze kennenlernen. Ist das wirklich? Wow, Sie sind es! Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Es gibt so viele Gerüchte. Ich war zu beschäftigt, um sie zu zählen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Alles klar. Tagebucheintrag. Ich muss auf die Erde gehen und mit dem Kerl einen trinken, oder was? Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Oh, Schwermensch, Mittelschwermensch, Leichtmensch, Universalwerkzeug. Für 12.000. Da war der Laden da oben ja noch günstig gegen. Lizenz Eklos Kombin. Lizenz Eklos Kombin für den Ausrüstungsoffizier auf der Normandy. Achso, das Upgrade, ja. Gut, wollen wir das mal annehmen. Dann haben wir zwar nur noch 200, aber das passt schon. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Klingt gut. Oh, und ich kriege jetzt mal Erfahrung und Geld. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom anderen unterscheiden. Dies ist der richtige Ort. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Natürlich nicht. Nein, ich habe keine bekommen.
Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Aber... Komm, beende das mal und dann... Ich kann nicht helfen. Dann kann ich dir vielleicht helfen. Oder lass es sein, ist mir wurscht. Ist mir total wurscht. Okay, wo komme ich hier hin? Moment, obere Märkte, da bin ich jetzt. Da ist eine Gasse. Ah, die medizinische Klinik, okay. Alles klar. Dann, Commander Shepard? Hallo? Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Okay. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Oh. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Fragen wir mal nach. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. War ja klar. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen. Aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Ich habe von der Belagerung auf Torfan gelesen. Sie haben Ihre Leute in den Tod geschickt und kapitulierende Sklavenjäger erschossen. Ich brauche jemanden, der sich nicht für die Drecksarbeit zu schade ist und kompromisslos handelt. Also Sie. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Nein, das bekommst du erzählt. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Naja, immerhin geht's um Korruption. Da kann man schon mal sagen, dass man da der Presse was zuspielt. Ich meine, wieso nicht? Aussicht. Das ist schon... Und jetzt stellen wir uns da mit drei Leuten hin. Ganz schön riesig. Ist das Ihre professionelle Einschätzung, Sir? Das sind gigantische Orgel. Das ist keine Station. Das ist eine komplette Stadt. Hier müssen Millionen leben. Es ist doch utopisch, den Überblick zu behalten, wer die Station verlässt oder betritt. Jump Zero sieht dagegen aus wie ein Wohnklo. Und es ist die größte Raumstation der Allianz. Jump Zero war riesig. Aber das hier ist noch eine andere Liga. Man sieht sich nur diese Bezirke an. Wie schaffen die das nur, dass diese Massen nicht auseinanderfallen? Wir müssen uns bemühen. Boote schon voll, Schmelztiegel trifft es nicht ganz. Der Rat vertritt mehr Rassen, als ich dachte. Kein Wunder, dass sie vorsichtig mit Neuankömmlingen sind. Vielleicht wollen sie einfach nur alles am Laufen halten. Es muss harte Arbeit sein, all diese Kulturen miteinander zu vereinen. Vielleicht mögen sie auch nur keine Menschen. Was gibt's da nicht zu mögen? Wir haben Ozeane, wunderschöne Frauen und dieses Gefühl namens Liebe. Gemäß der alten Videos haben wir alles, was sie haben wollen. Wenn Sie glauben, dass ich mich jetzt in einen Minirock und Lackstiefel werfe, will ich erst zum Essen ausgeführt werden. Sir. Das wäre dann genug, Chief. Okay, genug geschwatzt. Rücken wir aus, Leute. Zu Befehl, Commander. Wunderbar. Oh, ich hätte es noch eigentlich weiterführen müssen. So eine Einladung zum Abendessen? Wieso nicht? Wo geht's eigentlich hier hin? Sicherheitsakademie. Okay, das ist nicht das, wo ich hin will. Ich will... Nee, zeig mir mal den Fall da oben. Medizinische Klinik. Jo. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Oh, unser Kollege. So, wollen wir doch mal sehen. Wir brauchen das Gewehr und das Schutzschild. Ich habe gesagt, das Gewehr.
noch mehr. Die gehen erstmal in Deckung und halten die Stellung. Und ich könnte mit... Was war das? R, ne? War vielleicht ein bisschen vorzeitig. So, damit haben wir den einen erledigt. Und der andere liegt auch da nieder. Alles klar. Wieso kann ich die nicht durchsuchen? Oh, schade. Guck mal einer an. Ah, Medigear ist schon komplett aufgefüllt. Das ist schön praktisch. Die Granate war eine gute Idee, sonst hätten wir uns hier hinten reinkämpfen müssen. Das wäre ein bisschen blöd geworden. Naja. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Wer waren diese Männer? Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Aha. Was ist mit Sharon? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Und dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die geht? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Müssen sie finden. Besuchen wir also Fist. Das ist ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie sie. Ich komme mit ihnen. Sie sind Turianer. Warum wollen sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Gut, ich los weiß, geht's. Wo lang. Okay, Moment. Aktueller Stand. Bionische Stärke, technische Stärke, Kampfstärke. Ashley Williams. Der hat Kampfstärke und Tech-Stärke. Da würde ich sie fast rausnehmen. Da habe ich Bio, Tech und Kampfstärke für mein Squad. Das könnte dieser Kopfgeldjäger sein. Holla die Waldfee. Das wird noch was. Squad überprüfen. Shinigami Shepard, das bin ich, aber warum? Ach, ich bin voll. Ah, ja, ich bin ja Soldat, klar. Annehmen. Vorbildlich, Fähigkeit. Ich habe mich schon wieder vorbildlich benommen. Moment. So, wir haben ja jetzt keine Waffen mehr. Mal sehen, was der so hat. Rüstung hat er. Sturmgewehr.
Ja, wahrscheinlich auch ein ganz normales Ding.